Im ersten Video der Reihe Schlauer in 100 Sekunden heute der Begriff Zigeuner. Der Begriff Zigeuner ist eine Bezeichnung abgeleitet aus dem türkischen Schirne, arme Menschen, welches einen ganz klaren Bezug zu unserer Geschichte hat. Dass wir als Sklaven der Osmanischen Reiches mit nach Europa gekommen sind. Die Nazis haben diesen Begriff aufgegriffen und daraus den ziehenden Gauner gemacht. Dieses wurde nach 1945 nie korrigiert. Es ist ein negativer Begriff, besetzt mit Vorurteilen. Ich will nicht als Zigeuner bezeichnet werden, da es eine antiziganistische Diskriminierung ist. Es also eine Frage des Respekts dem anderen gegenüber, ihn nicht so zu nennen, wie er es nicht möchte. Im Grunde genommen sage ich jedem, der sich nicht belehren lassen will. Wer mich gegen meinen Willen als Zigeuner bezeichnet, ist für mich ein Nazi. Bis zum nächsten Mal, oder wie die Roma sagen, der Flesser.